Es sind jetzt schon ein paar Monate vorbei, nachdem ich ja da drüben die Hecke weggemacht habe. Schaut euch das mal an, wie tot diese Bäume hier eigentlich sind. Die Bäume sind jetzt alle gefällt. Die paar Äste, die hier liegen, die werde ich noch drüben auf den einen Platz schaffen. Die Bäume habe ich natürlich nicht ohne Grund weggeschnitten. Die waren ja faul. Hier ist gleich der Henkel zum Wegschmeißen dran. Drüben neue Bäume pflanzen. Äpfel, Birnen, Quitten, Pflaume. Präsentiert von der Selfmaker. Es sind jetzt schon ein paar Monate vorbei, nachdem ich ja da drüben die Hecke weggemacht habe. Ja. Aber ich kam jetzt nicht mehr dazu. Erstens waren die Feiertage dazwischen, Weihnachten und Silvester. Dann war zwischendurch ein bisschen, ja, nicht so gutes Wetter. Und was außerdem noch ausschlaggebend ist, warum ich hier nicht weitergemacht habe, ist, weil meine Kettensäge kaputt gegangen ist. Deswegen habe ich mir jetzt eine neue gekauft. Und der Umwelt zuliebe habe ich mir eine Elektrokettensäge gekauft. Dann habe ich da im Haus immer weiter gemacht, aber im Haus bin ich jetzt soweit schon fertig. Da komme ich jetzt erstmal nicht mehr weiter, weil jetzt ist der Elektriker drin und dann später kommt ja noch der Heizungsmonteur rein. Deswegen werde ich mich jetzt hier draußen erstmal um die Bäume kümmern. Ich habe ja am Anfang schon angesprochen, dass ich die drei Äpfelbäume hier wegmachen möchte. Warum schneide ich diese drei Äpfelbäume auch noch mit weg? Weil die ganz einfach tot sind. Ich fahre mal hier mit der Hand rein und komme hier drüben mit der Hand wieder raus. Schaut euch das mal an, wie tot diese Bäume hier eigentlich sind. Das ist jetzt keine Fake-Animation oder so, sondern die Bäume sind einfach tot. Deswegen werde ich die Bäume auch noch mit wegmachen. Diesen Baum, hier ist gleich der Henkel zum Wegschmeißen dran. Deswegen diesen Baum. Und ich weiß nicht, ob hier der Blitz eingeschlagen hat, weil schaut euch das mal an hier, wie hier dieser Baum einfach ausgehöhlt ist. Hier unten und hier geht es gleich weiter. Hier kann ich genauso mit reinfassen. Und hier, seht ihr meine Hand, ist es genauso. Und deshalb mache ich diese drei Äpfelbäume mit weg und die beiden Lebensbäume. Und das werden wir jetzt erstmal tun. Ich bin jetzt nun fertig mit den Bäumen. Die Bäume sind jetzt alle gefällt. Die paar Äste, die hier liegen, die werde ich noch drüben auf den einen Platz schaffen, wo ich sie dann nach und nach verbrenne. Das gute Holz, das habe ich da drüben schon aufgestapelt. Das holt sich aber jemand, weil ich habe dafür erstmal keine Verwendung, weil ich habe ja noch genug im Haus zu tun. Die Bäume habe ich natürlich nicht ohne Grund weggeschnitten. Die waren ja faul, wie ich es am Anfang schon angesprochen habe oder wie ich es euch gezeigt habe. Aber ich werde natürlich auf meinem anderen Grundstück drüben neue Bäume pflanzen. Äpfel, Birnen, Quitten, Pflaume, Heidelbeeren und so weiter. Es kommen auch viele Sträucher, Obstbäume, das kommt alles noch. Hier soll aber irgendwann mal ein Carport entstehen, sowie auch eine Sitzecke. Deswegen hat das ja auch einen Sinn gemacht, warum ich die hier weggemacht habe. Und außerdem, damit mehr Licht ins Haus reinkommt. Wenn euch das Video gefallen hat, wie ich hier die Bäume weggeschnitten habe, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Wie es hier im Hausbau weitergeht, bei den Bienen, im Garten oder die nächsten Wurstprojekte, den nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links sowie alles, was ich hier in dem Video verwendet habe, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr ein Glas Honig von meiner eigenen Imkerei haben möchtet, dann habe ich auch meinen eigenen Online-Shop unten in der Videobeschreibung. Und ich will mich verabschieden und ich hoffe, wir sehen uns bei einem meiner nächsten Projekte. Bis dahin, sagt euer Selfmaker. Tschüss!